zum 12. Stundenlauf hier am Stadion im Lamprechtsgrund. Ja, der Stundenlauf ist für den Nachwuchs des SV Grünwald Schwerin und für den SV Post Schwerin eine ganz sehr wichtige Geschichte. Es geht darum, in einer Stunde maximale Runden zu laufen, eine Rundenzahl zurückzulegen, und diese Runden lassen sich die Spielerin bezahlen. Das heißt also, am Ende steht ein Geldbetrag, und wer am meisten läuft, nimmt auch am meisten Geld ein. Und für wen ist nachher das Geld? Das Geld ist ausschließlich für den Nachwuchsbereich beider Handballabteilungen gedacht. So eine Handballsaison kostet eine ganze Menge Geld. Wettkampfkosten, Turnierkosten, Feierlichkeiten. Und da ist das für die Mannschaften ganz wichtig, dort eine finanzielle Grundlage zu haben vor der neuen Saison. Und mit diesem Geld wird dann also schon ein Teil des Etats gedeckt. Gut, nun ist das ja schon der 12. Lauf. So Resümee aus den vorhergehenden 11 Läufen. Was erwarten Sie so an Runden, die heute hier gelaufen werden? Also wir haben es geschafft bisher, jedes Jahr auch die Rundenzahlen zu steigern. Die Läuferinnen schaffen in der Regel zwischen 20 und 25 Runden. Es gab auch im letzten Jahr schon Werte darüber. Und wir wollen mal sehen, ob vielleicht die 30 dann irgendwann geknackt werden. Gut, dann wollen wir mal hoffen, dass dieses Jahr die 30 Runden geknackt werden, und viel Spaß.
Ja, wir haben jetzt den Stundenlauf erfolgreich abgeschlossen. Sagen wir mal so, wir hatten zwei Läufer hier neben mir, einmal der Kai Schumacher und der Jakob Seitz. Jakob, wir haben schon ein bisschen Auswertung gemacht. Du hast 30 Runden gelaufen. Wie fühlst du dich jetzt? Toll, richtig toll. War es anstrengend? Nein, eigentlich nicht. Nee. Vorbereitet drauf? Ja, ich habe schon früher andere Läufe gelaufen, mitgelaufen, wie letztes Jahr den 5-10-Lauf oder so eine Läufe. Okay. Kai, wir haben dich ja mal auch auf die Bahn geschickt. Wie fühlst du dich jetzt? Ein bisschen schwammig auf den Beinen. Ich war doch nicht ganz so vorbereitet. Ich habe gestern Abend spontan zugesagt, dass ich heute hier mitmache und war dementsprechend unvorbereitet, aber es geht eigentlich schon wieder. Es geht. Weißt du schon, wie viele Runden du gelaufen hast? 21, also nicht ganz so viel, aber ich war auch unvorbereitet. Ich denke, das ist ein fairer Ablauf. Auf jeden Fall, denke ich mal, 21 Runden ist auch eine schöne, stolze Leistung. Ich hätte wahrscheinlich schon nach einer Runde aufgegeben. Jakob, dir herzlichen Glückwunsch für deine 30 Runden.